Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und Leute, ich muss das Mikro richten. Sekunde, das war ein bisschen zu niedrig. Das habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Es tut mir leid, hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Was ich sagen wollte ist, erstmal, in der gestrigen Folge habe ich es nicht getan, obwohl das eigentlich schon hätte sein müssen, weil ich es schon gesehen hatte, aber zu spät. Denn wir haben die 9000 Abonnenten erreicht. Wir sind mittlerweile sogar schon bei, ich glaube, 9040, wenn ich es richtig weiß. Irgend sowas um den Dreh. Sau geil. Ich habe es im Farmers Dynasty Video schon gesagt. Hi. Daumen hoch an euch. Ihr seid die geilste Community. Vielen lieben Dank, dass ihr den Kanal so weit schon gebracht habt, wie er heute ist. Hätte ich in der kurzen Zeit, es sind noch nicht mal 2 Jahre, nicht erwartet, hätte ich nicht mitgerechnet. Und vielen lieben Dank, das Daumen hoch geht heute an euch. Also sämtlichen Like, den ihr unter dem Video heute lasst, den könnt ihr für euch selbst geben. Saugeil von euch. Vielen lieben Dank. Und ja, Bärbel, bleib mal ruhig da. Und warum ich jetzt hier stehe, hat einen Grund. Beziehungsweise einen negativen und einen vielleicht positiv daraus resultierenden? Man weiß es nicht. Ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, wir hatten hier als Hofschlepper hier zum Ausmisten, für Ballentransport, hatten wir den Fendt. Den Fendt-Favorit, ich weiß gar nicht, in LSA war es, 612 Turbomatic E? Glaube ja. Warum auch immer, wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Ding kaputt. Er läuft nicht mehr. Was bei einem Fendt natürlich schon sehr kurios ist. Es war eigentlich auch nicht angedacht, da irgendwas Neues sich anzuschaffen, weil dieser Fendt war ein guter Schlepper. Man konnte gut damit laden. Man konnte gut damit arbeiten. Der steht aktuell in der Werkstatt. Und zwar nicht bei Meier, sondern bei jemandem, der sich mit so einem alten Fendt auskennt. Der wird überprüft. Nur habe ich das Problem, dass ich sonst nur den MB-Truck hier habe und der MB-Truck ja zwar als Zugmaschine gut ist, auch als Arbeitstier gut ist und der bleibt auch auf dem Hof. Aber schon alleine für den Mistanhänger, ist er ein bisschen unterpowered. Und jedes Mal mit einem größeren Schlepper hierher fahren, sind Kosten. Dementsprechend habe ich meinen Nachbarn gefragt, ob er mir das ist ein Lohnunternehmer, den habe ich gefragt, ob er mir einen von seinen kleineren Schleppern ausleihen kann, solange bis meiner wieder repariert ist. Hat er auch getan. Es ist tatsächlich auch ein kleiner Schlepper geworden. Ich war überrascht, es ist auch ein Fendt. Also, ne, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich nehme den Fendt jetzt raus und pack irgendwas anderes rein. Nein, Fendt bleibt Fendt. Zeige ich euch. Und zwar ist das ein 818 Vario TMS. Den hat er mir ausgeliehen. Der ist übergangsweise hier, bis der andere Fendt wieder repariert ist. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was damit ist, aber den werden wir jetzt mal ein bisschen ausgiebig testen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre auch ein Fendt, der mir tatsächlich als Ersatz für den anderen Fendt durchaus in Frage kommen würde. Der ist zwar moderner, der ist zwar auch ein bisschen größer, aber er hat halt mit als 818er, was hat denn der da? 820er sind 820er sind 200 PS, ne? Genau, und 818er sind 180 PS? Ich glaube, ja. Nagelt mich da jetzt nicht fest. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall ist der jetzt nur übergangsweise da, damit wir den Mistanhänger weggezogen kriegen. Ne? Und logischerweise, er hat zum Glück einen Frontlader. Das heißt, wir können auch die Ballen weiterhin damit beladen. Das werden wir auch in der nächsten Folge machen. Also nicht wundern, damit werden wir jetzt in dieser Folge nicht arbeiten. Der ist jetzt erstmal nur hier, damit ihr schon mal wisst, dass er da ist. Na, in der nächsten Folge werden wir uns hier mit dem Rinderhof hier beschäftigen. Ja, da müssen wir wieder ein bisschen sauber machen. Naja, so ein bisschen Mist raus, ne, und etc. Da werden wir uns in der nächsten Folge mit befassen. Auch Kraftfutter mischen, etc. In der heutigen Folge werden wir natürlich das weitermachen, wo wir mit angefangen haben. Da bin ich hier schon mal hergefahren. Mit dem Deutz, da gibt es noch eine kleine Änderung. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir haben diese Standard
Drille gehabt für Maislegen. Durch einen glücklichen Zufall habe ich bei FBM die Monosem gefunden. Also eine umgeskinnte davon mit dynamischen Hosen, wie man ja so schön sagt. Hab die einfach mal ausgetauscht, ne? Wir tun einfach mal so, als wäre die schon immer da gewesen. Ne? Weil ihr wisst, diese Standardmaschinen sind zwar gut und schön, aber Standard kann ja bekanntlich jeder. Also wir tun einfach so, als wäre die schon immer da gewesen, ne? Nur so als kleine Info. Und... Nein. Nein, der Deutz. Ach, der kann den. Nein, nein. Sieht nur so aus, als würde er hinten ein bisschen hängen. Und hätte vielleicht das Frontgewicht dran machen sollen und den Frontlader abbauen, aber... Aber hey. Man kann ja bekanntlich nicht alles haben, ne? So. Aber wie gesagt, ich meine, ihr könnt... Wir können ja gerne mal... Was haltet ihr von dem Fendt? Von dem 818er? Beziehungsweise von... Das ist ja eine 800er Serie, ne? Also 818, nicht 818er. Jetzt werdet ihr wieder sagen, hey, Tobi, das heißt... Wobei, nee, das ist 818. Das heißt ja auch 1050 und nicht 1050. Oder? Egal. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Schlepper haltet. Der ist... Den gibt's... Ich meine, bei Forbidden Mods gibt es den schon ein bisschen länger. Müsst ihr mal reingucken. Aber wäre das so eine Alternative? Gesetzt dem Fall, unser Fendt funktioniert gar nicht mehr. Kann ja auch sein, dass der Motor einen Schlag weg hat, irgendwas. Und ganz ehrlich, da kann ich lieber dem Lohnunternehmer vielleicht den da aus der Rippen leiern. Der wollte sich eh einen neuen kaufen. Beziehungsweise ist der jetzt dran, neue zu kriegen. Und dieser Schlepper, habe ich schon gehört, der immer munkelt, der soll dann so auf der Strecke bleiben. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wäre das eine Alternative für den anderen Fendt? Quasi in erster Linie als Hofschlepper auf dem Milchviehbetrieb. Zur Unterstützung des MB-Trucks, gerade was das Wegbringen und alles angeht. Und selbstverständlich natürlich auch, können wir den auch weiterhin für andere Arbeiten einsetzen. Ist ja nicht so, dass der jetzt nur an den Rinderhof gebunden ist, an den Milchviehbetrieb. Da seid ihr aber gefragt. Schreibt es gerne rein. Ja, dass ich da weiß... was ihr davon haltet. Ich will jetzt keine Umfrage deswegen machen, weil ich ja noch nicht weiß, was mit meinem Fendt da jetzt wirklich los ist. So. Jetzt wollen wir mal hier Mais ausbringen. Habe ich da eigentlich... Ich glaube, ich bin in die falsche Einfahrt reingefahren. Oh, guckt mal da. Wir denken uns mal hier eine Feldeinfahrt. So. Perfekt. Hoppala. Jetzt brauchen wir noch das. Achso, da gab es auch die Frage. Bezüglich meinem GPS, warum das anders aussieht. Also das GPS an sich, auch mit den Tönen und sowas, könnt ihr bei Modhoster kriegen. Bei mir ist es, ihr seht das oben rechts in der Ecke vom GPS, das ist die Forgotten Plains Edition. Ne, Erebus hat die mal überarbeitet, das ist schon ganz, ganz am Anfang des Projekts gewesen und hat mir die zur Verfügung gestellt. Ne, das Grundmodell vom GPS und auch die Töne und sowas, das könnt ihr alles bei Modhoster kriegen. Er hat halt noch ein bisschen an der Optik gefeilt. Und deswegen gibt es diese Version in der Form halt nicht. Ach so. Wir sollten vielleicht auch ProSeed anmachen. So, nein, GPS. Und zwar in Abstand Fahrgasse 15 Meter. Bei 4,5 Meter Saatbreite? Ja, wieso will er denn jetzt... Kriegst du da eine Fahrgasse in 15 hin bei 4,5 Meter? Echt? Okay, gut. Dann vertraue ich da mal meinem GPS. Beziehungsweise meinem ProSeed. Weil 15 Meter Fahrgasse bei unserer Spritze wäre natürlich noch sinnvoll, ne? Ach komm, wir können mal hier... Mal hier vorne auch noch auf.
25 Grad, da kann man mal ein bisschen Luft reinlassen, ne? Ist ja bei uns aktuell, beziehungsweise bei mir ist es aktuell auch so warm. Ich bin bei, was war das heute? War heute kurz einkaufen. 28 Grad auf dem Thermometer. Also da kann man schon mal rausgehen, ne? Beziehungsweise sich auch mal draußen aufhalten. Für alle, die jetzt sagen, du denk an das Vorgewende. Ihr wisst, ich ziehe die Bahn ganz durch wegen dem Proceed. Damit der nicht jedes Mal am Ende der Teil fehlt. So, die Bahn mit der Fahrgasse machen wir hinterher. Ja, ich mache immer erst die Bahn ohne Fahrgasse, fahre die Bahn mit der Fahrgasse hinterher rein. Ihr wisst das beim Proceed, bevor was passiert, machen wir das Ganze. Ja, damit er nicht die Fahrgasse wieder zuschüttet in irgendeiner Form. Manchmal ist die Fahrgasse ziemlich nah an den Rand gesetzt. Einfach weil das bodenbedingt bei Giant so ist. Nehmen wir so hin, wie es ist. Na, deswegen wundert euch da nicht. So. Körnermais. Ach ja, stimmt, da geht ja nicht. Geht ja nicht so viel im Boden. Ich hoffe mal, dass der Mais tatsächlich den Boden aushält und ob er jetzt gut für den Boden ist, darüber streiten wir uns mal nicht. Ich weiß, dass Mais als reine Kultur auf Feldern nicht so pralle ist. Das hört man hier bei uns in der Gegend halt ganz oft, weil hier viele Landwirte Mais ansehen wegen den Biogasanlagen. Und da hört man halt sehr oft, dass Mais halt gerade wegen der Monokultur, ne? Wenn das natürlich in der Fruchtfolge gepflanzt wird, ist das ja auch alles kein Problem. Aber wenn jedes Jahr Mais aufs gleiche Feld kommt, brauche ich euch nicht erzählen, was dann passiert. Monokulturen sind für einen Boden nun mal nicht gut. Hat man früher schon festgestellt, hat man am Anfang der Landwirtschaft festgestellt. Am Anfang sogar ganz schnell. Ja, und deswegen gab es ja dann irgendwann mal diese sogenannte Dreifelderwirtschaft. Das ist einfach so. Dass die Felder dann, ne, die werden bepflanzt, die ruhen dann auch mal im Optimalfall. Heutzutage alles nicht mehr ganz so möglich. Ne, in Zeiten von immer größerer Nachfrage und am besten dreimal im Jahr ernten, wenn es gehen würde. Ich glaube, wenn die Technik so weitergeht, dann seid ihr irgendwann mal dabei. Dann könnt ihr im Frühjahr auspflanzen, könnt das dann irgendwie Mitte des Sommers schon ernten, könnt dann das Ganze wieder in den Boden hauen und könnt dann nochmal Mitte Herbst ernten. Also, wenn der Stand so weitergeht, dann ist das irgendwann mal so. Ist dann zwar nicht mehr ganz so schön und wahrscheinlich auch für den Boden nicht so toll, aber hey, die Düngeindustrie will ja auch was verdienen, ne? Da sind wir übrigens beim Thema, warum ich die Gerste nicht gespritzt habe gegen den, ja, Pilz, der das wohl war. Weil das Getreide, die Gerste, die ich hier runtergeholt habe, die wären für die Kühe gewesen und für die Hühner. Und ich möchte halt nicht so viel Mittel ausbringen, künstliche Mittel, da wir mit so wenig wie möglich mit Pflanzenschutzmitteln und sowas arbeiten wollen hier, ne? Sonst heißt es nämlich wieder, da steht 100% Bio auf dem Milchlaster, aber das ist ja gar nicht, wenn du mit Kunstdünger arbeitest. So. Gut, den Schlag noch, den nächsten, den da und den. Ja, dann sind wir ja mit dem Mais durch. Und dann können wir uns nämlich noch schön am ersten Sommertag nochmal den Tieren widmen. Ich denke mal, das kommt, das ist auch ganz gut, wenn wir da noch so ein bisschen in den Stall gehen. Den Fan testen, logischerweise. Wie gesagt, ich betone es an dieser Stelle nochmal, der Fan ist nicht von mir gekauft worden. Der ist einzig und allein vom Lohner nebenan ausgeliehen worden, weil unser Fendt in der Werkstatt steht.
Das ist rein weg ein Ersatzfahrzeug. Ja? Bevor da wieder kommt, nö, Tobi, das ist voll unrealistisch, dass du jetzt auf einmal so einen Schlepper hast. Wo kommt der denn jetzt her? Wie hast du denn da das Geld zusammengekriegt? Na? Wir kennen das ja. Deswegen betone ich das nochmal. Und wer es halt nicht hört, der hat halt den Ton nicht an, der hat halt, ja, andere Probleme. Wenn er das nicht hört. Da kann ich dann auch nichts für. Ich kann es ja nur sagen. Fakt ist auf jeden Fall, sollte der Fendt wirklich hin sein, habe ich ja gerade schon gesagt, sollte er wirklich hin sein, dann wird er durch einen Fendt ersetzt. Und bitte, schreibt mir jetzt nicht rein, nimm Fendt XYZ. Welcher entscheide ich dann? Ja. Und der 818er, der da steht, den finde ich nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist halt kein neues Modell, sieht man ja an der Schnauze. Dass das das ältere Modell noch ist. Aber dann ist es natürlich auch eine Preissache, ne? Älteres Modell, gebraucht, kriegen wir vielleicht schon mal ein bisschen günstiger. Gerade wenn der Lohner sich eh neue kauft. Vielleicht. Entscheidet sich alles da. Weil ab einer gewissen Summe lohnt sich halt eine Reparatur bei unserem auch nicht. Wenn er jetzt, guck mal, wenn er jetzt wirklich einen Motorschaden hat und man müsste da irgendwas am Motor machen oder muss komplett den Motor tauschen, ganz ehrlich, das rechnet sich nicht. Also dafür lohnt es sich nicht und den größeren jetzt, der da jetzt steht, so einen können wir natürlich dann auch in der Maisernte einsetzen als Schlepper. Ne, wenn ich mir jetzt überlege, so der Deutz nimmt sich einen von den Klaas, der Fendt nimmt sich den anderen. Dann haben wir schon mal zwei Abfahrer. Dann müssen wir da nicht mit den Leistungsschwächeren oder mit den großen Schleppern hierher. Ne, am besten noch als Abfahrer den Schlüter. Nee, der Schlüter ist unser Arbeitstier. Der ist für die schweren Arbeiten zuständig. Für die großen Maschinen, die wir haben. Und der Johnny? Ja, der Johnny ist der Allrounder, ne? Den nutze ich dann immer, wenn ich mal schnell was machen muss oder mal ein bisschen Kraft brauche. Doch. Ich glaube, das wäre eine gute Lösung. Aber ihr seid erst gefragt. Eure Meinung ist mir wichtig. Ja? Aber das wisst ihr. Also wer meine Projekte oder wer das Projekt Stappenbach schon länger verfolgt, der weiß, dass ich euch frage und auf euch auch bis zu einem gewissen Grad eingehe. Ach, siehst du, jetzt habe ich das fast vergessen. Wenn mir einer von euch einen Link zu einem Wachalowski geben kann, Traktor, ja, seltener Traktor, polnischer Hersteller, dann gebt mir den bitte. Ja, weil ist ja gut und schön, dass du jedes Mal fragst, ob ich einen Wachalowski reinnehmen kann. Wenn es den nicht als Mod gibt, wie soll ich den denn reinnehmen? Schon mal drüber nachgedacht? Wohl nicht. Also Leute, wenn ihr einen Wachalowski als Mod habt oder wisst, wo ich einen kriege, gebt's her, ich habe im Internet nichts gefunden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nämlich einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr euch dieses Video anschaut, und sag bis zum nächsten Mal.